Wie kaufe ich als Privatperson ein Unternehmen? Grundsätzlich ist es so, dass das eine sehr große Entscheidung ist in deinem eigenen Leben. Es ist so, dass ich meistens aus einem Angestelltenverhältnis komme und mein gutes Angestelltenverhältnis gegen eine Unternehmerschaft, gegen eine Selbstständigkeit eintausche, die Risiken, aber auch Chancen mit sich bringt. Das heißt, ich muss mir vorher sehr genau Gedanken machen, wo ist das Unternehmen, wo ist es tätig, die Branche, das Produkt muss ich gut kennen. Grundsätzlich ist es so, dass ich selber für mich entscheiden muss, welche Risiken gehe ich ein. Und am Ende des Tages ist natürlich sehr wichtig, wie kann ich den Kaufpreis finanzieren, welche finanziellen eigenen Mittel habe ich zur Verfügung. Ich kann Ihnen das einmal ganz kurz anhand eines Beispiels skizzieren. Wir haben ein Unternehmen, das kostet 2 Millionen Euro Kaufpreis. So. Da würde jetzt jeder erstmal grundsätzlich sagen, oh Mann, 2 Millionen Euro Kaufpreis, die habe ich nicht als Privatperson, es sei denn, ich habe im Lotto gewonnen. Dementsprechend müssen wir dafür Aufklärung sorgen und sagen, doch, du kannst als Privatperson so ein Unternehmen kaufen. Und zwar, es gibt verschiedene Finanzierungsmechanismen. Ich würde die einmal ganz kurz darstellen. Das ist zum Beispiel, dass ich einen eigenen Anteil an Eigenkapital zur Verfügung stelle. Das heißt, 200.000 Euro bringe ich selber mit. Die habe ich vielleicht in meinem bisherigen Arbeitsleben erwirtschaftet. Die bringe ich ein in die Finanzierung. Dann würde ich noch 400.000 Euro bei der KfW, Kapital für Gründung, beantragen. Es gibt da gewisse Programme bei der KfW Bank, die gerade Leute fördern wollen, die in die Selbstständigkeit rein wollen. Da kann man also 400.000 bis 500.000 Euro in der Summe bekommen. So, und dann spreche ich sowieso mit meiner Bank. Meine Bank müsste dann einen großen Anteil an Fremdkapital noch einlegen. Ich führe das jetzt einfach mal mit 1 Million hier. So, das ist also eine normale Bankfinanzierung, die über 1 Million Euro in Anspruch genommen wird. Bei dieser Bankenfinanzierung muss man immer dazu sagen, die meisten Banken arbeiten mit Bürgschaftsbanken noch im Hintergrund. Das heißt, das Risiko dieser Finanzierung geben die Banken dann ganz gerne ab an die Bürgschaftsbank, die bis zu 80% dieses Betrages im Ausfall, in der Ausfallwahrscheinlichkeit halt abfedern, haften. So, und dann habe ich jetzt hier, wenn man das mal zusammenrechnet, ich habe 2 Millionen Kaufpreis, ich habe aber bisher nur 1,6 Millionen zusammen. Dann kommen jetzt hier noch Finanzierungsparameter rein, die man zum Beispiel so darstellen kann, dass man sagt, man muss sich mit dem Käufer, mit dem Verkäufer einigen, dass man sagt, pass auf, lieber Verkäufer, es gibt noch einen sogenannten variablen Kaufpreisanteil, das nennen wir zum Beispiel Earnout, der beispielsweise nur bezahlt wird, wenn in den nächsten 2-3 Jahren gewisse Ergebnisse erreicht werden, weil dann kann ich wirklich sicher sein, dass das Unternehmen auch 2 Millionen Euro wert ist. Dann soll er die 400.000 noch bekommen. Optional könnte man hier noch ein Verkäuferdarlehen ersetzend noch mit einbauen, was im Grunde genommen dann ein Gap zwischen der Finanzierung schließen soll. Ja? Also das sind im Grunde genommen die Punkte, die man für 2 Millionen Euro benötigt, um das zu finanzieren. Ja. Ein wichtiger Punkt ist noch, vielleicht im Anschluss, man sollte als Käufer immer eine gute Einarbeitungszeit mit dem Verkäufer vereinbaren. Das heißt, 1 bis 2 Jahre sind üblich. Das heißt, man sollte schon eine gute Chemie haben zu dem Verkäufer, um dann mit ihm gemeinsam diese gute Einarbeitungszeit, dass man selber tief reinkommt ins Unternehmen, dass man die Mitarbeiter richtig kennenlernt, dass einem im Grunde genommen so ein bisschen der Weg bereitet wird, dass ich selber in 1 bis 2 Jahren dann vollkommen in diesem Unternehmen sein kann.